und so weiter und so weiter. Das hast du versprochen im letzten Video, dem Kosten. Okay, im letzten Video habe ich euch gesagt, werde ich euch erzählen, wie viel das alles gekostet hat. Und dann hast du es doch nicht gemacht. Und dann habe ich es doch nicht gemacht. Kurz und knapp, kurz und schmerzlos, würde ich sagen, hat das alles. So, liebe Leute, ob es klappt oder nicht, eine X-Klasse tatsächlich von Mercedes, ein Pickup ist bei uns. Und wir haben den aber richtig veredelt, wirklich, wie man es machen sollte. An dem Kunden könnt ihr euch ein Beispiel nehmen. Wow. Sternenhimmel, Alcantara-Dach, Ambientebeleuchtung und Multimedia-System haben wir bei dem nachgerüstet und ich will euch unbedingt das Ergebnis zeigen, denn es schaut wirklich luxuriös aus. Das heißt, du hast einen Pickup, ein Pickup tatsächlich. Fast auf Baustellen, willst aber luxuriös wirken, dann ist das Video genau für dich. Leute, falls ihr uns unterstützen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, damit ihr uns natürlich pusht, mehr Videos zu machen. Abonniert den Channel, um nichts zu verpassen. Alles für deinen Mercedes findest du natürlich auf diesem Channel. Jeden Donnerstag und jeden Sonntag kommt regelmäßig ein Video und es sind richtig coole Videos wie dieses hier. Richtig coole Umbauten. Es gibt auch viele How-Tos, viele Tutorials, wie man etwas umbaut und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall abonnieren, um nichts zu verpassen. Ich würde sagen, wir gehen in den Innenraum und ich zeige euch, was wir gemacht haben. Wollt ihr das? Natürlich wollt ihr das. Let's go! Liebe Leute, wir sind jetzt im Innenraum von der X-Klasse. Ich habe euch ja vorhin gesagt, was haben wir alles gemacht. Multimedia-System haben wir nachgerüstet. Hat vorher einen kleinen Bildschirm drin gehabt. Schaut wirklich schrecklich aus, weil es ein riesen Auto ist. Hellen Himmel haben wir natürlich umgebaut. Alcantara nachgerüstet, die A-Säulen, den Himmel. Und den Rest haben wir gekauft bei Mercedes. Und zwar die Sonnenblenden, die Griffe und so weiter. Unterbeleuchter bekommen, Cockpit, Fußraum viermal. Die Türverkleidungen haben wir gemacht. Die Griffe haben wir auch gemacht. Schaut auch gut aus. Ablagefach haben wir leider nicht machen können. Aber ist nicht so schlimm. Schaut wirklich fast alles original aus. Was haben wir noch gemacht, Andrea? Den Sternenhimmel. Zeig ihn uns. Okay, ja, ich mache das Ganze jetzt mal an, damit ich euch das zeige, wie das aussieht. Er schaut wirklich mega aus, der Kunde wird, glaube ich, hier Saltos machen, wenn er das sieht. Er schaut extrem edel aus, weil es natürlich Alcantara ist. Es ist wirklich auch ganz angenehm zum Greifen. Er wollte auch unbedingt unter der Sonnenblende, bin ich, war am Anfang nicht Fan davon, aber mittlerweile schaut es wirklich cool aus, auch bis zum Rand die Sterne gemacht. Insgesamt 1000 Sterne hat er bekommen mit der Funkelfunktion. Jede 20. Sekunde funkeln da ein paar Sterne, also gehen an, gehen aus, schaut auch richtig cool aus. Und das Multimedia-System hat er auch bekommen. Muss man haben, Apple CarPlay hat er jetzt, Touchscreen. Das alte Menü geht natürlich nicht verloren, da wird er sich sicher freuen. Gibt es den Sternenhimmel nur in weiß? Gibt es den Sternenhimmel nur in weiß? Ist das eine Frage? Wie, dass du ihn zeigst. Also, gibt es den Sternenhimmel nur in weiß? Gute Frage. Hier von zu meiner Rechten. Nein, den gibt es natürlich in verschiedenen Farben. Ich kann hier die Farben einfach einstellen mit einer Fernbedienung. Oder natürlich auch mit der Handy-App. Schaut auch cool aus. Mit der Fernbedienung geht es natürlich schneller. Mit der App dauert es ein bisschen länger, bis man sich verbunden hat und so weiter. Gibt es aber dafür mehr Funktionen und mehr Farben. Das gleiche natürlich auch mit der Ambientebeleuchtung. Da wäre sicher gleich die Frage gekommen. Ja, kann man auch hier orange, rot, grün, blau. Kann ich auch ganz schnell mit der Fernbedienung machen. Und ja, liebe X-Klasse-Fahrer, ich weiß, es ist jetzt ganz selten, aber ich würde das auf jeden Fall in meiner X-Klasse haben. Richtiges Pickup, richtiges Baustellenauto, würde ich sagen. Der Kunde muss sowieso nochmal kommen, weil die B-Säule, wir haben ja natürlich die B-Säule, die Griffe, die Sonnenblenden, alles von Mercedes bestellt in schwarz. Keine Ahnung, wie die das geschafft haben, haben die uns die Säule in beige bestellt. Sieht man jetzt nicht, aber das ist die rechte, also auf der Beifahrerseite die B-Säule. Ansonsten hat aber wirklich... Kann jetzt nicht böse sein. Nein, er kann nicht böse sein. Warum nicht? Weil er unser Leihauto geschrottet hat. Aber Bekim ist nicht böse. Nee, gar nicht, gar nicht. Zum Glück gibt es Versicherungen und so weiter. Er hat tatsächlich einen Unfall gemacht, aber der Kunde ist auch schon da. Er wartet schon wirklich aufgeregt in der Kundenlounge. Genau, Mittelkonsole machen wir vielleicht noch, wenn er kommt, dass wir dann noch was machen. Mal schauen. Alles hat sich ein bisschen verzögert, muss ich schon sagen. Alles. Wie lange hat es denn gedauert? Irgendwo? Ja, 4 Tage steht das Auto jetzt schon da bei uns. Wir haben jetzt nicht 4 Tage wirklich dran gearbeitet, weil wir haben ja am ersten Tag den Himmel mal ausgebaut, dann Satteln. Ich weiß nicht, das hat sich aber trotzdem in die Länge gezogen. Obwohl der Kunde unbedingt wollte, hey, bitte macht es so schnell wie möglich fertig. Ist genau umgekehrt passiert, es hat länger gedauert. Ja, die ganze Zeit wartest, Mercedes liefert nicht, liefert doch, liefert falsch. Liebe Leute, falls du ein X-Klasse-Fahrer bist oder allgemein einen Mercedes hast und eine Ambientebeleuchtung nachrüsten willst, dann kontaktiere uns. Wir können dich beraten, was richtig ist, was falsch ist, wie viel das kostet, wie lange das dauert und so weiter und so weiter. Das hast du versprochen im letzten Video, dem Kosten. Okay, im letzten Video habe ich euch gesagt, werde ich euch erzählen, wie viel das alles gekostet hat. Und dann hast du es doch nicht gemacht.
Und dann habe ich es doch nicht gemacht. Kurz und knapp, kurz und schmerzlos, würde ich sagen, hat das alles 6.000 Euro gekostet. Also wirklich 6.000 oder? Nee, 6 irgendwas, keine Ahnung. Was lächerlich, ich sag's euch, wie es ist. Das Material also, war nicht schon 1.000 Euro. 1.150 Euro haben wir nur bei Mercedes gezahlt, nur diese kleinen Blend. Also das ist, der Preis ist lächerlich. Wir haben uns extra dafür entschieden, dass wir die rundherum machen, dass die so verläuft. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr eigentlich dazu, dass wir die Sterne unter der Sonnenblende machen und bis zum Rand? Oder würdet ihr sagen, nee, eher nur bis zu diesem Rand hier und nicht unter der Sonnenblende? Ist immer so eine Sache. Ich war am Anfang natürlich nicht Fan davon, aber je öfter ich es sehe, desto mehr gefällt es mir. Ansonsten, liebe Leute, würde ich sagen, wir kommen zu einem Ende. Lasst ein Like da, falls dir das Video gefallen hat. Abonniere den Channel, um nichts zu verpassen. Alles für deinen Mercedes findest du auf diesem Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Adios.